Wie gesagt, heute unsere letzte Einheit. Wir haben jetzt gerade schon ein bisschen in der Vorbesprechung diskutiert, was das für ein intensives, interessantes Semester war. Für uns aus organisatorischer Sicht, aber auch aus inhaltlicher Sicht. Vermutlich haben viele von euch einige Beiträge gesehen. Es waren extrem diverse theoretische und praktische Beispiele dabei, verschiedene Zugänge zu Feminismus. Wir haben zumindest in unserem Team alle extrem viel dazugelernt und auch ein bisschen diese Diversität, die wir zwar davor schon vermutet haben, aber nochmal viel deutlicher irgendwie zu spüren bekommen und auch das Grundthema der Vorlesung, so diese, das Zusammenspiel aus Theorie und Praxis, hat sich für uns auch nochmal ein bisschen aufgelöst. Also, besser gesagt, die Dichotomie zwischen diesen zwei Konzepten, sage ich mal, hat sich ein bisschen aufgelöst und das ist eigentlich auch so ein bisschen das Thema heute. Also heute sprechen wir konkret über feministischen Aktivismus. Wir haben wieder ganz, ganz tolle Gäste und ich würde jetzt gleich quasi das Wort an euch weitergeben und euch einfach ein paar Minuten jeweils geben, um euch kurz vorzustellen. Grundsätzlich auch noch kurz zum Ablauf. Also wir machen jetzt eine Vorstellungsrunde und dann gibt es ein paar allgemeine Fragen von uns, vom Moderationsteam. Und danach würden wir gerne die Diskussion für Fragen aus dem Publikum öffnen. Genau. Und wir freuen uns auf eine rege Diskussion. Barbara, magst du vielleicht mal anfangen mit der Vorstellung? Ja, hallo, ich bin die Barbara Stephan. Ich bin organisiert beim Aufstand der Alleinerziehenden. Ich bin außerdem noch aktiv beim Mosaik-Blog und seit kurzem auch bei Links. Soll ich noch irgendwas dazu sagen? So viel du möchtest. Ich meine, wir. Zum Aufstand selber erzähle ich dir auf jeden Fall einiges. Okay, das kommt dann sicher in den nächsten Runden noch. Dunja, magst du weitermachen? Hallo, ich bin die Dunja. Ich komme ursprünglich aus Russland, aber seit 2 Jahren wohne ich in Österreich. Und um meinen Aktivismus zu beschreiben, werde ich 5 Worte benutzen. Mein Aktivismus ist radikal, intersektional, international, anarchistisch. Was habe ich noch gesagt? Intersektional und ungeduldig. Und ja, seit 7 Jahren arbeite ich im Bereich von International Advocacy für Menschenrechte, sexuelle und reproduktive Rechte. Und seit 2 oder 3 Jahren arbeite ich auch im feministischen Bereich. Im Moment für 2 Organisationen. Ich bin eigentlich selbstständig in Österreich, aber ich arbeite für Frida, die Young Feminist Fund. Wir unterstützen Feminist Collectives, sagen wir, mit Geld und Ressourcen. Und das ist ganz radikale und coole Donor. Und die zweite Organisation, für die ich arbeite, ist Aid Access. Und es ist eine Organisation, die Frauen mit Schwangerschaftsabbruch unterstützt, auch international. Und wahrscheinlich, ich werde nicht mehr sagen, weil dann kann ich viel länger darüber reden, aber ich werde das Wort an jemand anderen geben. Danke. Dankeschön. Natalia, machst du weiter? Ja, hallo, ich bin Natalia, ich komme aus Argentinien und wohne in Wien seit 17 Jahren schon, bin wegen Musik gekommen und ich integriere eine Gruppe, die heißt New Menos Austria und würde gerne, hört man gut, einen kurzen Text, Vorstellungstext von uns lesen und dann mache ich, bitte ein bisschen Geduld für den Text zuzuhören. So, im Rahmen des Internationalen Frauentages und des Aufrufs zum ersten internationalen Streik der Frauen am 8. März 2017 marschierten wir, Ni Una Menos Austria, zum ersten Mal in Österreich als das internationale Echo des Streiks Ni Una Menos. Ni Una Menos ist heutzutage der Aufschrei Millionen lateinamerikanischer Frauen. Es bedeutet keine Frau weniger.
Ni una menos Bewegung in Argentinien hat sich seit 2015 als einen Ausdruck von Feminismen in ihrer ganzen Vielfalt, die transversal, multipartiell und transgenerational in offenen Versammlungen und Massenmärschen integriert sind. Vereint mit dem Ziel eines gemeinsamen Rufs gegen das Patriarchat und seine systemische Gewalt gegen Frauen und Weiblichkeiten. Wir, Ni Una Menos Austria, wir sind eine gemeinnützige, dekoloniale, feministische Aktivistengruppe. Wir finanzieren uns durch unsere Aktivitäten, Vorträge und Workshops. Zusätzlich zu den Gruppenaktivitäten für Frauen und Dissidenzen nehmen wir viermal am Jahr an Veranstaltungen teil in Zusammenarbeit mit anderen feministischen Organisationen, die der Gemeinschaft offen stehen, am 8. März, 3. Juni, 28. September und 25. November. So, mit unserer Teilnahme am 8. März Marsch in Wien haben wir zusammen mit den Genossinnen von Maracatuno Salus den Tanz mit Trommel in der Ausdrucksform der Demo integriert. Wir betrachten Tanz als eine Form des Widerstands, die uns die vom Kolonialismus unterdrückten Kulturen auf unserem Kontinent lehren. Angesichts der Pandemie des Feminizids stellen wir den Körper der Frauen als ihr eigenes Territorium vor, nicht als Kriegsbeute, Brutkasten oder Trophäe, sondern als Raum für Aktion und Protest, als Waffe, Fest und Feier des Lebens und Genusses. Und unsere Gruppe besteht heute aus Frauen aus 7 verschiedenen Ländern, die das Ziel teilen, geschlechtsspezifische Gewalt sichtbar zu machen und durch kollektive Arbeit das Patriarchat in Frage zu stellen. Der Rest erzählen wir später. Super. Okay. Simona? Jetzt kommt die andere Seite. Und zwar, meine Studienzeit liegt sehr weit zurück. Ich habe 71 promoviert in Wien. Ich habe mich damals, es war kurze Zeit danach, sehr engagiert. Es ging um die Freigabe der Schwangerschaftsunterbrechungen, die wir durchgesetzt haben. Und dann als Psychiater habe ich mich sehr für die Psychiatriereform engagiert. Wir haben seit 1981 sozusagen eine neue Psychiatrie, mehr Menschenrechte, wo die psychiatrischen Patienten mehr als Menschen betrachtet werden. Nach meiner sehr kurzen Ruhezeit 2017, nachdem wir eine neue Regierung bekommen haben, die zweite blau-schwarze Regierung, jetzt war eine blau-türkise, habe ich entdeckt in Facebook, es gibt eine neue Gruppe, es entsteht eine neue Gruppe, die Omas gegen Rechts. Und das war für mich so ein sehr guter Anlass. Wir treffen uns, wir schauen einmal. Wir waren am Anfang 15 Personen. Inzwischen gibt es Tausende. Und wir begannen ganz klein, so mit diesen bunten Mützen, an und für sich so diese Mützen, die in Amerika gegen Trump entstanden, in rosa. Wir haben sie bunt gemacht, dann haben wir unsere Lieder, dann haben wir so die Plakate, die wir händisch angefertigt haben. Und dann gab es die erste Demo. Die erste Demo war die Angelobung der Regierung, die jetzt ganz offiziell erfolgte. Ich hatte die Angelobung in 2003 auch gesehen, da sind sie unterirdisch gegangen. Jetzt waren die ganz offiziell da. Ja, und dann begannen so die Demos, die unsere Treffen, was machen wir, unsere Aktivitäten. Inzwischen haben wir viele, 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 viele Sachen. Wir werden auch eingeladen. Wir haben eine Aktivistinnengruppe,
die Aktivistinnengruppe, wir haben unsere Marktgänge, wir haben unsere Promenaden. Gestern haben wir so eine gehabt. Das heißt, wir gehen auf die Straßen an manche Plätze, wo Menschen sind. Wir singen, wir verteilen Flyer, wir diskutieren auch, wenn man mit uns reden möchte. Wir skandieren unsere Wünsche. Alt sein heißt nicht stumm sein. Ja, wir haben eine Oma on Stage Gruppe, auch mit vielen Aktivitäten und auch Kontakt zu FFF, ja, Friday for Future. Wir sind auch für die Enkelkinder da und wir unterstützen, soweit es geht. Ja, das wär's. Danke, Simona. Du hast jetzt schon ein bisschen auf die nächste Frage vorgegriffen, aber Heidi, stell du dich bitte noch vor. Ja, Heidi Ambrosch, ich bin hier für die Plattform 20.000 Frauen. Die Plattform selber, ich habe den Link in den Chat gestellt, hat sich 2010 gegründet, weil verschiedenste Frauen aus unterschiedlichsten Zusammenhängen, die gemeinsame Idee hatten, ja, 2011, 100 Jahre, erstmals Frauendemonstrationen zum Internationalen Frauentag in Wien. Da müsste was passieren und wir haben dann die Idee gehabt eben und das auch umgesetzt mit vielen Künstlerinnen und also bis hin zu ÖVP-Frauen. Alle sind sie mitgegangen. Also wir waren zwar nicht 20.000, aber 15.000 laut Polizeischätzung waren wir schon, die da dann am 19. März 2011 auf die Straße gegangen sind, genau. Und seitdem haben wir verschiedenste Aktionen gesetzt, die man auf der Homepage auch nachvollziehen kann. Die letzte war die Ringstraße, die Menschenkette für Frauenrechte. Und wir haben jetzt wieder begonnen zu sagen, okay, 2021 ist 10 Jahre später nach der Demonstration. Die Situation schreit danach, weil die Systemerhalterinnen nicht nur Beklatschungen brauchen, sondern eben eine ganz andere Fundierung ihrer Leistungen, dass wir eine neuerliche Großaktion planen für 19. September, aber dazu vielleicht später mehr. Also Plattform 20.000 Frauen, den Link findet ihr hier und alle diesbezüglichen News auch. Danke dir. Ja, vielleicht ganz grundsätzlich, habt ihr vielleicht eh gesehen, gibt es im Chat schon ein paar Links. Wir werden überhaupt auch am Ende der Diskussion in den vielleicht auch nächsten Tagen ein bisschen Links von allen Panelistinnen sammeln und euch dann zur Verfügung stellen. Danke schon mal allen für eure Vorstellungen. Es ist eh schon, war schon ein super, hat schon ein super Gefühl dafür vermittelt, wie unterschiedlich eure Zugänge sind. Und das wäre eigentlich auch so unsere erste Frage an euch, was wir eure feministischen Aktivismen beschreiben würdet und was so eure Zugänge sind. Dunja, möchtest du anfangen? Oder? Es ist eigentlich so eine schwierige Frage für mich, was mein Feminismus ist, weil ich mich immer so unsicher fühle, ob ich wirklich eine Wirkung mache oder nicht in meinem Aktivismus. Und es ist immer so schwierig. Woher ich komme, gibt es überhaupt oder ganz, ganz wenig feministischer Aktivismus in Russland. Wahrscheinlich viele Leute schon kennen, dass Russland ist ein autoritäres Land, wo es sehr schwierig für Menschenrechte zu kämpfen und es ist sehr schwierig für die Zivilgesellschaft zu arbeiten. Und für uns, es kann auch so sein, dass es kann auch gefährlich sein, Menschenrechte zu repräsentieren oder über Menschenrechte zu sprechen oder etwas online zu posten. Und deshalb, habe ich schon Probleme gekriegt, als ich in Russland gewohnt habe. Es gab einen Gerichtsprozess gegen mich und ich habe entschieden, dass ich nicht mehr in Russland meinen Aktivismus machen kann. Aber es bedeutet nicht, dass es komplett fertig, diese Geschichte komplett fertig für mich ist, weil
Ich habe trotzdem viel Leidenschaft für feministischen Aktivismus und für Menschenrechteaktivismus und Arbeit. Und ich habe auch verstanden, dass obwohl ich in Russland nicht länger wohne, kann ich trotzdem viele Sachen machen, und zwar internationell. Und jetzt im Moment habe ich viele Interesse im feministischen Bereich, wo ich eigentlich wirken kann oder dazu etwas machen kann. Und der erste Teil von meinem Aktivismus ist mit Wirtschaft, wie wir unsere feministische Wirtschaft verändern können. Und deshalb mit Frieda machen wir sehr wichtige Arbeit. Frieda, the Young Feminist Fund. Man kann schon im Chat sehen, es ist dort Frieda, the Young Feminist Fund. Wir sind ein feministischer Donor, das von jüngeren oder von Young Feminist zu Young Feminist dort ist. Und wir machen nur partizipative Arbeit. Und wir versuchen, die ganze Finanzierung zu verändern und die ganze Verständnisse, wie feministischer Aktivismus unterstützend sein muss. Und wir machen auch sehr radikale Arbeit, weil wir die Gruppe unterstützen, die am meisten nicht unterstützen wird. Zum Beispiel anarchistische Gruppe oder die Gruppe, die sich nicht registrieren können. Und wir versuchen immer, die Situationen zu verstehen von Feminist Collectives, dort, wo sie existieren. Zum Beispiel, dass in Russland ein Feminist Collective sich einfach nicht registrieren kann oder dass Feminist Collectives nicht ein soziales Netzwerk haben darf oder dass Feminist Collectives nicht über Menschenrechte sprechen darf. Aber wir versuchen auch, die Arbeit zu unterstützen, die trotzdem wichtig ist, diese Underground-Arbeit quasi von Menschen, die trotzdem etwas machen oder versuchen, etwas zu machen. Und wir arbeiten auch auf unterschiedlichen Sprachen. Es gibt, ich glaube, vier Sprachen oder fünf Sprachen auf unserer Webpage, aber es gibt viel mehr Sprachen in unserer Organisation und unserer Donor-Organisation. Ja, und das ist ein Teil von meinem Aktivismus. Und der zweite Teil von meinem Aktivismus ist, versuchen auch radikale Veränderungen zu bringen und Hilfe zu bringen dort, wo die Hilfe nicht möglich ist oder wo man die Hilfe nicht kriegen kann. Ich meine, die Frauen nicht Hilfe kriegen kann. Und diese Arbeit mache ich mit Aid Access, wo wir Frauen mit Schwangerschaftsabbruch unterstützen. Wir arbeiten mit den USA, wo in vielen Städten Schwangerschaftsabbruch nicht legal oder nicht möglich ist. Es gibt sehr schwierige Situationen in den USA mit dieser Frage. Und in Corona-Zeit ist es noch schwieriger geworden. Es gab eigentlich keinen Zugang zu Schwangerschaftsabbruch. Und wir haben versucht, trotzdem die Frauen diese Wahl zu geben und Medikamente zu schicken, damit sie selbst Schwangerschaftsabbruch schaffen können. Und es heißt Self-Managed Abortion. Man kann mehr darüber lesen. Wir arbeiten mit Team von qualifizierten Ärztinnen, die diese Unterstützung geben. Und wir machen auch einen Gerichtsprozess gegen die amerikanische Regierung, damit sie die Gesetze verändern. Weil meiner Meinung nach legal is not always just. Und das beschreibt auch meinen Aktivismus. Ich denke, dass manchmal die Gesetze sind nicht auf unserer Seite. Und deshalb, natürlich sollten wir auch arbeiten, um die Gesetze zu verändern. Aber auf die andere Seite, diese Underground-Arbeit sehr wichtig ist. Und wir sollten auch diese Arbeit unterstützen und versuchen, Underground diese Hilfe zu bitten für Menschen, die diese Hilfe brauchen. Danke. Danke, Dunja. Heidi, du möchtest gerne daran anschließen? Ups, ja. Ich mag zur grundsätzlichen Frage zurückzukommen, weil, also, was bedeutet Feminismus für uns, ja, und feministische Grundhaltung? Und ich denke mir, der Begriff ist einfach nicht, was mich stört, ist, beliebig zu besetzen. Einfach nur für Frauen und mit Standard da zu sein, ist zu wenig. Der Begriff hat eine Geschichte. Und ich komme halt aus einer Tradition, ich bin in den spät 68er Jahren in die Pubertät gekommen und damit
in linke Bewegungen und marxistische Debatten und gleichzeitig war da der Kampf 1975 gegen den Paragraph 218 auf die Straße gegangen mit meinen wenigen Jahren oder in der Pubertätsjahren. Und unter dem versuche ich so Marxismen, Feminismen in ihrer Pluralität zusammenzuknüpfen. Und an dieser Begrifflichkeit möchte ich weiter arbeiten. Also Feminismus, wie ich ihn verstanden habe von der Geschichte her, von Frühsozialistinnen, die es gegeben hat, bis hin über Simone de Beauvoir und Judith Butler und anderen bis heute, habe ich gelernt, dass Feminismen einerseits so dieses Ensemble abbilden von theoretischen Erkenntnissen, die wir uns auch aneignen müssen, und andererseits die Bewegung selber. Und das bildet für mich den Feminismus ab. Also er ist nicht beliebig, weil heute gibt es dann schon Women's, also von der Zeitschrift Women, Frauen, die sich als Feministin bezeichnen, wo ich mir denke, hallo, das hat mit Feminismus null zu tun. Also wir müssen da fix an der Begrifflichkeit dran sein. Das ist mir nochmal wichtig zu dem, wie ich mich verordne, wenn ich Feministin sage. Danke. Danke. Ich sehe Natalia. Kannst gerne weiter. Ich glaube, das finden wir auch sehr wichtig, aber ich möchte vorher ein bisschen reden über die Frage, ich glaube, war, wie, um was geht unseren Aktivismus. So, wir sind eine Gruppe hauptsächlich von Migrantinnen und das macht auch, dass sehr fluent ist die Gruppe selbst, weil manche Teilnehmerinnen wohnen in Wien eine Zeit und dann gehen woanders und dann macht es ein bisschen schwierig, dass die Gruppe fix bleibt, aber es baut sich langsam und im Prinzip die Aktionen wollen wir immer auf die Straße und deswegen war am 25. November die erste Mal eine super schöne Aktion zusammen mit Lefo und Take Back the Streets vor 3 Jahren in Hüppenplatz und einem Multi-Ding, wo man gesprochen hat, gemalt hat. So, unser erstes Ziel war, auf die Straße zu kommen mit den Begriffen, die den Nuna Menos irgendwie als Main Hauptthemen hat. Die eine ist Feminizid, zum Beispiel als Begriff und als Gesetzpunkt, weil Feminizid als Delikt ist in 19 Ländern typifiziert, aber keine von diesen Ländern zum Beispiel ist in Europa. Also, weil irgendwie kommen wir nicht zu den strukturellen Gewalt an Frauen und Weiblichkeit zum Anerkennen. Wir glauben, dass ohne dass man Feminizid als Konzept annimmt und als politische Kategorie, wird strukturelle Gewalt an Frauen ein bisschen Unweiblichkeiten immer ein bisschen irgendwie versteckt. Und sogar die Medien hier wollen das nicht ganz so nennen. Man hört und liest immer wieder Eifersuchtdrama, Beziehungsdrama oder whatever Drama, das nichts zu tun hat mit struktureller Gewalt. Und das wollen wir thematisieren. Und ja, wir haben auch ein bisschen Kollaborationen mit Okto TV gemacht. Manche von uns, die visuellen Dings machen, haben produziert ein paar Sendungen in Zusammenarbeit, wo thematisiert man über Femizid und den anderen Begriff, die wir auch in unseren verschiedenen Arten, auch Workshops, weil wir machen Workshops und so, ist Sororität. So ein Teil wäre denunzieren über die Gewalt und ein anderer Teil unseres Arbeits, was wir machen wollen mit unserem Aktivismus, ist einen zuhörenden Platz und Situation, damit wir unsere eigenen Erfahrungen mitteilen können und dekonstruieren oder wiederbauen von unserem eigenen Machismus, die wir alle tragen, als wir in dieser Gesellschaft leben, damit unsere selber Reaktionen sich ändern und unsere eigenen Beziehungen sich ändern zwischen wir Frauen mit unseren, auch in der Familie, weil in der Familie nicht nur mit dem Partner, es ist immer alles ein bisschen geprägt von dieser natürlichen patriarchalen Art, sich zu beziehen. So, und so geht es bei uns irgendwie, ja. In unserer Gruppe. Und natürlich sind wir auch für Schwangerschaftsabbruch und in denen gibt es eine große Kampagne,
weil man ist in den letzten Jahren sehr viel auf dem Ding, dass man endlich das als Gesetz kriegt, aber legal, freies und sichere Abtreibung, aber es ist noch immer nicht. Und wir kämpfen auch, wir sind auch mit diesem Kampf zusammen. Danke, Natalia. Barbara, möchtest du weitermachen? Ja, gerne. Also der Aufstand der Alleinerziehenden, ich versuche es so konkret wie möglich zu machen, ist ein Kollektiv von Frauen. Es ist aber grundsätzlich offen für alle Alleinerziehende. Bei uns sind aber aktuell nur Frauen organisiert. Die Idee beruht auf Selbstorganisation, das heißt, sich selbst zu vertreten. Es können aber außerdem auch Menschen sein, die solidarisch mit uns sein wollen, können sich genauso involvieren. Und das passiert auch in letzter Zeit stärker. Auf das gehe ich dann später ein. Und grundsätzlich setzen wir uns für bessere Lebensbedingungen für Alleinerziehende ein. Ich würde ganz gern darauf eingehen, was die Lebensbedingungen sind. Also viele wissen, Alleinerziehenden geht es ziemlich scheiße, aber wie schlimm die Situation ist und wie viele davon betroffen sind, das wissen eigentlich nicht mehr so viele. Also in Wien konkret leben 30.100 Alleinerzieherinnen mit Kindern unter 15 Jahren. Also Alleinerziehende. 90% davon sind Frauen. In ganz Österreich sind es 146.000, das ist eine Zahl von 2017, mit Kindern unter 15. Genau, wie schon gesagt, 90% davon sind Frauen. Und für viele Kinder bedeutet das, dass sie in vielen Fällen in Armut aufwachsen. Circa jede zweite eine Elternfamilie lebt derzeit unter der Armutsgefährdungsgrenze. Die Armutsgefährdungsgrenze bei Alleinerziehenden ist etwa doppelt so hoch als beim Rest der Bevölkerung. Das hat einerseits mit den niedrigen Löhnen von Frauen zu tun, also in der Vorlesung ist sicher schon darüber gesprochen worden. Die schlechteren Aussichten von Frauen auf gut bezahlte Jobs. Andererseits kann man auch aufgrund der Sorgepflicht, gibt es da eine höhere Teilzeitquote unter Müttern als unter Vätern. Und dazu kommt, dass jede zweite alleinerziehende Mutter keinen oder nur einen unregelmäßigen Unterhalt bekommt. Dazu muss man sagen, es gibt eigentlich keine öffentlichen Zahlen. Also das ist noch nie erhoben worden in einem Forschungsauftrag, der vom Staat Österreich ausgeht, sondern das wurde in Eigeninitiative von der österreichischen Plattform für Alleinerziehende erhoben, die eine Umfrage gestartet haben. Also man muss dazu sagen, es gibt auch kein Interesse von der öffentlichen Hand, zu wissen, ob Frauen und wie viel Unterhalt sie bekommen. Und die Frauen, die diesen Unterhalt nicht bekommen, müssten den auch alleine ausgleichen. Und das trotz des niedrigeren Einkommens und der Betreuungsverantwortung. Ja. Es gab vor kurzem, also der ÖGB hat das jetzt auch veröffentlicht, heute war das, grundsätzlich muss man sagen, dass ein Kind im Vergleich zu kinderlosen Frauen einen 40-prozentigen Schnitt im Lebenserwerbsarbeitskommen bedeutet. Wenn man ein Kind hat, bei drei oder mehr Kindern sind sogar 70% weniger, was Frauen weniger verdienen, wenn sie ein Kind haben. Alleinerzieherinnen sind damit Nachgeflüchteten, die am stärksten von Armut gefährdete Gruppe in Österreich. Und dazu kommt noch, dass sie aufgrund der Arbeitsbelastung, also mit der, oft sind sie, gehen sie einer Erwerbsarbeit nach und haben zusätzlich noch die Betreuungspflichten. Manche sind zusätzlich noch politisch engagiert. Und aufgrund der fehlenden Zeit für sich selbst sind sie auch am häufigsten von Burnout und Belastungsstörungen betroffen. Also grundsätzlich hat das damit zu tun, dass im privaten Raum geleistete Sorge- und Pflegearbeit, wie eben Kinderbetreuung eine ist, im allgemeinen Verständnis nicht als Arbeit zählt.
und sie wird nicht wie andere Erwerbsarbeiten bezahlt. Und diese Annahme stark dazu bei, dass Frauen eben diese Arbeit unbezahlt verrichten und eben, wie schon gesagt, am stärksten von Altersarmut betroffen sind, weil auch diese Arbeit nicht bezahlt wird, sie auch keine Sozialversicherung haben und also in Bezug auf diese Arbeit und auch nicht in Pensionsversicherungsbeiträge einzahlen. Ja, was noch dazu kommt, also jetzt zu der übermäßigen Belastung durch die Arbeit, zu der finanziellen Notsituation, kommt noch die soziale Isolation von Frauen. Also es gibt, generell ist das öffentliche Leben darauf aufgebaut, dass Menschen, die keine Kinder haben, sehr gut daran teilnehmen können. Menschen mit Kindern werden aber sehr stark exkludiert, weil einfach Kinder oder Betreuungspflichten oder auch Pflege, generell Pflege- und Sorgearbeit, da nicht mitgedacht wird. Ja, die schlechte Situation von Alleinerziehenden, also hat eine weitere Ebene, nämlich die Angst vor dem Alleinerziehen trägt bei vielen Frauen dazu bei, dass sie, wenn sie Kinder haben, sehr oft in dysfunktionalen Beziehungen bleiben. Das heißt, dass sie sich nicht trennen, obwohl sie sich gerne trennen würden. Und manchmal sind das eben sogar psychisch oder physisch gewalttätige Beziehungen. Das heißt, das Alleinerziehen ist jetzt nicht eine kleine Kategorie von Menschen, die das betrifft, sondern die Angst vor dem Alleinerziehen hält eine ganze Gruppe von Frauen in Schach. Deswegen ist der Alleinerziehendenaktivismus so wichtig. Ja, was wir konkret machen. Also grundsätzlich geht es um die Sichtbarmachung von Sorge- und Pflegearbeit. Also klar zu machen, dass Sorge- und Pflegearbeit Arbeit gibt, dass das wirklich viel und anstrengende Arbeit ist. Und dass es dann mit Forderungen verknüpft wird, zum Beispiel, dass die Arbeit auch gerechten Arbeitsbedingungen wie alle anderen Arbeiten unterliegen muss. Also das fängt an bei einem Recht auf Erholung, einem Recht auf bezahlten Urlaub. Also in Deutschland gibt es zum Beispiel bezahlte Kuren für Mütter, wo es auch vor Ort Kinderbetreuung gibt, also für alleinerziehende Mütter. Also Recht auf Erholung, Recht auf Pausen. Eigentlich soll es auch eine maximale Arbeitszeit geben, wie bei allen anderen Arbeiten auch, was zum Beispiel dadurch erreicht werden kann, dass Kinderbetreuung, kostenlose Kinderbetreuung ausgebaut wird, aber auch, dass gemeinschaftliche Wohnprojekte gefördert werden, wo sich Menschen die Sorge- und Pflegearbeit teilen können. Und es hört aber da nicht auf, es braucht auch eine ganz gerechte Bezahlung. Also ideal wäre ein Nettolohn von 1.700 Euro, ein versicherter Lohn. Das bedeutet, dass man krankenversichert ist, dass man sozialversichert ist, dass man pensionsversichert ist und dass man arbeitslos versichert ist. Ja, also so die konkreten Forderungen. Und zur Praxis, also was wir konkret machen, ich glaube, dazu gibt es dann eh noch eine Frage. Also wie wir versuchen, das alles anzugehen. So mal ganz kurz. Dankeschön. Ja, Simona, möchtest du uns noch kurz von deinen aktivistischen Zugängen erzählen? Ja, jetzt. Ich bleibe jetzt nur bei den Omas, nicht was vorher war. Es ist, was wir machen, wo ich auch fast immer dabei bin. Das heißt, so den letzten Jahr war ich nicht mehr bei den Demos, weil ich das körperlich nicht mehr schaffe. Es sind die eben diese Promenaden oder die Marktgänge, wo wir auftreten in volle Montur, das heißt mit Haube, singen und die Leute kontaktieren und sagen, wir sind da, wir sind eine an für sich eine überparteiliche Plattform, ja, wir machen keine Werbung für irgendwelche Parteien, aber wir sind gegen rechts. Dann ebenso noch so diese Oma on Stage, wo wir immer wieder eingeladen werden und wo wir unserer
ja, auch unsere Meinung sagen in diverse Formen. Wir haben jetzt, wir studieren jetzt so ein Rap gegen rechts, gegen das, was passiert in der Politik. Wir haben Interviews gehabt, ja, mit Studenten, mit Gewerkschaftern über unsere Aktivitäten. Wir sind inzwischen schon bekannt, auch international. Ich habe Diskussionen mit Freunden, weil ich kenne sehr viele überall. Ich meine, das ist der Vorteil der Migration, der Diaspora, dass man überall Freunde hat. Und wir diskutieren, es ist ja die Frauenrolle. Es war für mich immer eine Selbstverständlichkeit, dass ich als Frau genau die gleichen Rechte habe wie die anderen Menschen. Eine Selbstverständlichkeit. Ich bin damit aufgewachsen. Ich habe das meiner Tochter weitergegeben. Und wir versuchen, das weiterzugeben. Ich kenne die Problematik. Ich habe oft mit Frauen, auch beruflich, in Frauen in Krisensituationen gearbeitet, mit Frauenhäusern, mit Übergangswohnhäusern für die Frauen, mit psychisch kranken Frauen, die nicht einmal psychisch krank sind, aber in diese ständige Belastungsreaktion, alleinerziehend oder in Partnerschaften, die nicht aufzulösen sind, weil man sonst nicht existieren kann, mit einem Background, der oft sehr kompliziert ist. Wir versuchen zu unterstützen, die Frauen zu unterstützen. Wir sind Frauen, wir sind Menschen, wir haben unsere Rechte. Und das soll zur Selbstverständlichkeit werden. Hallo. Bin jetzt rausgekommen. Dankeschön. Ja. Ja, vielen Dank. Ich würde dann mit der nächsten Frage weitermachen. Und zwar knüpft es auch ganz gut an viele Aspekte, wo ihr auch schon teilweise rangekommen seid, und zwar an die Aktualität von diesen Herausforderungen, die ihr gerade erwähnt habt. Also während des Lockdowns, aber auch natürlich in Bezug auf einen Rechtsruck und weitere Phänomene, die einfach vielleicht gerade in den letzten Jahren zugenommen haben, wie auch eine Populisierung von feministischen Diskursen, die aber trotzdem teilweise ja sehr, sehr Mainstream sind. Und da wollten wir euch nochmal fragen, was das so die aktuellen Herausforderungen für euch sind und wo ihr Gegenstrategien seht, praktiziert, genau, was ihr tut, um eure Ziele in diesem Rahmen zu erreichen. Und da würde ich noch anfangen mit Natalia. Hallo, ja. Yeah. Bueno, unsere Herausforderungen jetzt in dieser letzten Zeit, vor allem, wo wir isoliert waren, weil wir waren ungefähr 2,5 Monate ohne Möglichkeit, uns zu treffen. Und ja, erstens war die Gemeinschaft irgendwie nicht zu lösen wegen der Isolation. Und allgemein jetzt ist für die Gruppe auch immer eine Herausforderung, weil wir von verschiedenen Ländern kommen und jeder hat ihre eigene Aktivismus, irgendwie Biografie auf eine verschiedene Art von ihrem Land mitgebracht. Und dass alle diese Arten zusammenkommen in unserer Gruppe, so es ist nicht dasselbe zum Beispiel so selbstverständlich, wie es ist für eine Gruppe von Frauen, die zusammen aktivieren, die haben schon ein gemeinsames Art zu aktivieren, weil die wohnen hier oder in Argentinien oder in Kolumbien schon ein ganzes Leben. So für uns als Gruppe, das ist schon eine Herausforderung, das zusammenzubringen. Vielleicht ist auch eine Stärke, wann das funktioniert, weil wir haben eine vielleicht sehr große Perspektive, weil genau deswegen. Aber ja, das wäre nach innen eine Herausforderung, und nach außen ist immer die Herausforderung in eine gute irgendwie Interaktion mit dem Feminismen in Österreich zu kommen, weil
es ist nicht so selbstverständlich, dass es einfach ist, zu kommunizieren. Erstens wegen der Sprache, aber zweitens auch, weil man versucht, nach außen zu gehen, aber es sind schon Strukturen, die sehr lange schon etabliert sind in Österreich und vielleicht sind nicht so neugierig, alle neue Arten des Feminismus kennenzulernen. Oder ja, ich weiß nicht, es sind andere Problematiken und irgendwie fühlt man sich immer noch ein bisschen, dass man nicht am Rand der Gesellschaft als Mensch, Migrant oder Migrantinnenfrau, aber auch als Gruppe, eine Gruppe von Migrantinnen. So, es ist doch eine Herausforderung, in Augenhöhe zu kommen mit den Feminismusgruppen in Österreich. Natürlich, wir haben ja irgendwie Zusammenarbeit mit mehreren, aber ja, als Gruppe ist auch das eine Herausforderung. Und Strategien, das sagen wir später, sonst rede ich sehr viel. Oder sage ich jetzt? Also jetzt, wenn du magst, ist noch Zeit. Okay. Na gut, bueno, wir machen sehr viel Arbeit in den Social Medias. Dann, wir haben irgendwie wir versuchen unsere Topics zu verbreiten und alles, was durch unsere Gruppe geht, ein bisschen in verschiedene Arten, Twitter und Instagram und ja, und Facebook. Und auch, so wie gesagt, wir nehmen sehr viel, wir arbeiten mit Initiativen von Leuten, vielleicht die neu kommen oder von Leuten von uns. Wir machen Workshops, verschiedene Arten, verschiedene Thematiken, weil wir nehmen auch sehr wichtig, einen Austausch von Wissens zu fordern. Und nicht nur jemand, der kommt und unterrichtet was, sondern wir alle haben etwas zu geben und wir wollen, dass jeder teilt ihres Wissens. Und in diesen Workshops, egal welche wir haben, vom Theater und Gesang und ja, Lesungen auch gemacht, aber das Ziel ist, einen Ort zum Zuhören und zum Teilen zu fordern, weil ich glaube auch einen Ding, das wir vielleicht sehr unterscheidet unseren Feminismus von Lateinamerika, von dem so weißen Feminismus, wie es man gesagt wird, ist der Sinn von Kommunität, die wir versuchen immer wieder zu fordern. Und es ist nicht ein Feminismus der Leistung oder der Superfrauen, sondern ein kommunitäres Feminismus, wo man versucht, genau vielleicht auch wie Barbara das gerade erzählt hat, wie sie alle alleinerziehende Frauen keine kommunitäre Gemeinschaft schaffen, weil irgendwie hier, wir sind in einer ganz kapitalistischen Gesellschaft, der fordert, dass jeder sich isoliert. Und wir wollen diese Isolation, jetzt ist noch dazu die Social Distancing, aber es ist immer gefordert, die Isolation von jeder Familie alleine, von jedem Mensch alleine. Und was wir versuchen, ist das zu brechen und kommunitäres zu wachsen und fordern und Kommunität zu weben, eigentlich, in eine oder andere Art. Vielen Dank. Dann würde ich jetzt fragen, ob Heidi weitermachen mag. Ja, ich hatte nur leider, ich habe es gerade gemeldet, ein schwieriges Telefonat. Was war die aktuelle Frage neu? Die Frage war in Bezug auf aktuelle Herausforderungen oder magst du später dran kommen? Ah, okay. Nein. Aktuelle Herausforderungen. Gegenstrategien. Ja. Ich habe vor einiger Zeit schon, also aus der Gruppe 20.000 Frauen hat sich eine Untergruppe gebildet, die vor allen Dingen von feministischen Ökonominnen gebildet wurde, bei der ich auch dabei bin, Femme Fiscale nennt sich die. Und die hat es immer wieder mit super Bildern in die heute geschafft, in diese Gratiszeitung, die fürchterliche, aber immerhin. Und wir haben ein feministisches Konjunkturpaket erarbeitet mit wesentlichen Anforderungen, wo wir sagen, die Hälfte im Prinzip letztendlich die Hälfte aller Gelder müssen, also aller Gelder, Milliarden, die es vorher nie gegeben hat für irgendwas, plötzlich sind die Gelder da. Die Hälfte dieser Gelder müssen Frauen zugutekommen, angefangen
von den Investitionen in Unternehmen für Arbeitsplätze, wo wir sagen, hallo, weniger Beton, mehr in die Pflege, so. Und vieles andere, also gerade auch im ganzen Kindererziehungsbereich, Bildung, Kindererziehung, natürlich Verdoppelung der Gehälter, vieles, 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 was da enthalten ist, das könnte dem Konjunkturpaket entnehmen. Ich habe es, hoffentlich habt ihr das alle bekommen, feministisches Konjunkturpaket final. Es soll diese Woche noch in als Presseaussendung rausgehen. Ja. Danke dir. Dann würde ich Simona fragen, ob du weitermachen magst. Ja, aktuelle feministische Aktivitäten, jetzt wo wir wieder auch rausgehen können. Ebenso das, was ich schon gesagt habe, dann werden wir demnächst, wir haben so immer wieder so Jour fix gehabt, wo wir uns irgendwo getroffen haben mit einem bekannten Journalisten und so weiter, wo wir verschiedene Themen angesprochen haben. Noch, ich meine, es sind so die Enkelkinder, die wir betreut haben, in Zeiten, wo dieses Social Distancing nicht notwendig war und wo wir jetzt schon noch Kontakte haben, aber nicht so nahe. Und was wichtig ist, so, das wird dann ab September, wo wir dann so wirklich diese Wien-Wahl starten, so, das heißt so die Aktionen für bevorstehende Wien-Wahl, weil wir wollen nicht, dass wir so irgendeinen blauen Bürgermeister haben, auch wenn wir überparteilich sind. Dankeschön. Dann würde ich Barbara fragen, ob sie weitermachen mag, ob du weitermachen magst. Ja, also es liegt eher ein bisschen auf der Hand. Die größte Herausforderung ist, dass wir alle Betreuungspflichten haben. Und grundsätzlich wird, also jetzt im öffentlichen Leben, aber auch unsere Pläne. Also im öffentlichen Leben, aber auch. Könnt ihr bitte alle eure Mikros ausschalten? Danke. Also wir haben alle Betreuungspflichten und grundsätzlich werden Menschen mit Sorge- und Pflegepflichten im öffentlichen Leben, aber auch in vielen linksaktivistischen, politischen Gruppen einfach nicht mitgedacht. Auch dann nicht, wenn sie sich linksradikal nennen oder feministisch oder intersektional. Menschen, die, und das sind halt meistens Frauen betroffen, die eben diese Pflichten haben und sich um andere Leute kümmern müssen, die sind einfach dann, also die können sich einfach nicht für ihre eigenen Anliegen einsetzen, weil sie einfach strukturell ausgeschlossen sind. Ich glaube, ich würde das gerne auch noch am Beispiel Studieren festmachen. Also im Aufstand sind auch eine Reihe von alleinerziehenden studierenden Frauen organisiert und ein großes Problem ist, dass es beim Studium keine Regelungen gibt von der Universität aus, wie man mit, also das betrifft grundsätzlich alle Eltern, wie man mit Menschen mit Betreuungspflichten umzugehen hat. Der Effekt ist dann der, dass die Lehrveranstaltungsleiterinnen immer in jedem Fall individuell entscheiden müssen, wie sie jetzt mit dieser Person umgehen. Also sie können es ist einfach eine riesengroße Herausforderung, die gleichen Anwesenheitsvorgaben, man darf zweimal pro Semester maximal fehlen, die gleichen Anwesenheitserfordernisse zu erfüllen. Und oft haben die Personen gerade keine Betreuungsperson. Also konkret war es mal der Fall, das war eine migrantische Alleinerzieherin, das heißt, sie hat keine Familie,
in Wien gehabt, die sie bei der Betreuung von ihrem Kind unterstützt. Das Kind war damals 6 Monate alt. Sie musste, damit sie Beihilfen nicht verliert, trotzdem noch ihre Lehrveranstaltungen absolvieren. Und sie hat dann und das war in Gender Studies, sie hat dann die Lehrveranstaltungsleiterin gebeten, ob es möglich wäre, dass sie ihr kleines Baby mit in die Lehrveranstaltung nimmt. Die Lehrveranstaltungsleiterin hat darauf dann so reagiert, dass sie die anwesenden Studierenden abstimmen ließ, ob das eh für alle in Ordnung ist, ob sie da mit ihrem Baby sitzen darf. Da haben zum Glück dann alle zugestimmt und sie durfte da sein. Zu einem späteren Zeitpunkt in der gleichen Lehrveranstaltung hat es dann geheißen, wenn sie nicht eine Betreuung findet für eine Person, die für sie dieses Baby nimmt, wird sie aus der Lehrveranstaltung ausgeschlossen. Sie muss da einfach alle gleich behandeln. Was dann de facto wirklich zu ihrem Ausschluss geführt hat, weil sie sich keine Babysitterin leisten konnte. Und dann diese Lehrveranstaltung nicht absolvieren konnte. Es gibt noch wirklich ganz, ganz viele andere Fälle. Und das Problem ist, dass alleinerziehende Frauen, die einfach wirklich schlechtere Chancen haben, auch externe Betreuung zu bekommen. Also bei 2 Elternfamilien ist das dann oft der andere Partner, das gibt es dann halt nicht. Und die werden ständig zu Bittstellerinnen, weil sie in jeder Lehrveranstaltung darauf hoffen müssen, ob die Lehrveranstaltungsleitung dann eh kulant ist. Und das Gleiche ist auch im politischen Aktivismus. Also ganz oft wird einfach keine Kinderbetreuung angeboten oder die Termine sind halt ganz oft von irgendwelchen Gruppen, sind ganz oft am Abend, nämlich dann nach der Erwerbsarbeit. Ist eh klar, da haben die meisten Zeit, aber wer dann halt oft nicht Zeit hat, sind die Personen mit Betreuungspflichten. Das heißt, in politisch-aktivistischen Gruppen, in feministischen Gruppen sind teilweise extrem wenig Mütter organisiert. Und das ist einfach strukturell sehr stark ausschließend. Wie wir damit umgehen, ich glaube, es kommt dann eh noch ein Punkt, also da geht es dann um die Vernetzung. Ich kann es jetzt ein bisschen ansprechen. Also wir haben sehr wenige persönliche Treffen beim Aufstand. Wir organisieren uns sehr stark über WhatsApp. Das heißt, man kann auch zu einem anderen Zeitpunkt einfach antworten. Wir diskutieren auch sehr stark über WhatsApp. Unser Aktivismus ist stark ausgerichtet auf mediale Arbeit. Das heißt, wir publizieren Artikel zur Situation von Alleinerziehenden. Wir nehmen Interviewanfragen an, für den ORF zum Beispiel bei Reportagen. Wir nehmen an Podien teil, wo wir versuchen, die Perspektive von Alleinerziehenden einfach einzubringen. Und wir nehmen stark an Demos teil, wo wir auch oft Wortmeldungen haben. Zusätzlich sind viele von uns doppelt organisiert, was auch gut hilft, das Thema in andere Organisationen oder auch in Parteien hineinzubringen und einfach Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit auf das Thema zu bringen. Es gab auch in der Vergangenheit, das war überhaupt nicht erfolgreich, so eine Art Lobbying von PolitikerInnen, sie zu bitten, bestimmte Gesetze, die einfach die Situation von Alleinerziehenden besser stellen, also vor allem finanziell einzubringen. Das hat grundsätzlich überhaupt gar nicht funktioniert. Es gibt gar kein offenes Ohr dafür. Es wird nur hin und wieder dann vor dem Wahlkampf oder vor Wahlen gibt es dann ein paar kleine Zuckerl, aber grundsätzlich ändert sich an der Situation gar nichts. Und es ist einfach so, dass das System, wie es eben jetzt gerade ist, insgesamt sehr gut funktioniert. Also es ist kein politisches Interesse da an der Überarbeitung oder an der finanziellen Situation dieser Frauen etwas zu verändern, weil es eh funktioniert. Also wenn man die Verantwortung für das eigene Kind hat oder für ein anderes Leben oder auch bei der Pflege von Angehörigen, von Familien, von Verwandten, dann kann man nicht einfach diese Verantwortung abgeben, weil oft einfach ein Menschenleben dranhängt. Und für so die Herrschenden funktioniert das einfach sehr gut.
Ja. Gut, danke dir. Dann wollte ich zu Dunja kommen. Die Frage war aktuelle Herausforderungen, stimmt? Ich habe schon... Ja. Genau, also ich habe mich noch davor gefragt, ob du vielleicht ein bisschen über deine, wenn du magst, über die Situation mit der Verhaftung sprechen magst. Aber also was für dich halt gerade persönlich oder in dem Kollektiven als aktuelle Herausforderungen gilt, wo es natürlich multiple Überschneidungen auch geben kann und was so als Aktivismus, als Aktionen so die Gegenstrategien sind, um Ziele zu erreichen. Oh gosh, okay. Ich habe schon mich für Herausforderungen vorbereitet, aber ich werde sehr kurz darüber reden, wenn es okay ist. So, ich würde zuerst wahrscheinlich ein bisschen über meine persönlichen Herausforderungen sprechen, aber ich glaube, dass sie auch sehr politisch sind. Und meine aktuellen Herausforderungen, und sie sind aktuell, trotz Corona, sie haben sich nicht verändert, ist das, dass ich eine Person mit Migrationshintergrund bin. Und bevor ich nach Österreich umgezogen bin, konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie schwierig es sein kann, eine Migrantin in Österreich zu sein. Und dann musste ich Deutsch lernen, musste ich mich integrieren. Es war sehr, sehr schwierig. Und dann habe ich auch gedacht, warum ist es so schwierig und warum muss es so sein? Und dann habe ich Deutsch gelernt und habe angefangen, mich mit linken Bewegungen zu verbinden und verschiedene linke Bewegungen, Terminen zu besuchen. Und dann habe ich bemerkt, dass ich immer die Einzige bin, die Deutsch nicht als Muttersprache spricht. Oder die versucht, nicht nur über Österreich zu sprechen, sondern diese ein bisschen globale Meinung dazu zu geben. Weil für mich, mein Feminismus ist sehr Solidarität orientiert. Und wir wohnen nicht nur in Österreich, wir wohnen in einer globalisierten Welt, wo wir alle verbündet sind. Und ich verstehe natürlich, dass Grassroots-Job sehr wichtig ist. Es ist sehr wichtig, Grassroots-Zivilgesellschaft zu unterstützen, feministische Gesellschaft zu unterstützen. Aber wir können das nicht getrennt von migrantischer Meinung nehmen. Wir können das nicht getrennt diskutieren. Es sollte immer diese Verbindung haben, meiner Meinung nach. Und ich habe schon geschaut vor diesem Gespräch, dass es mehr als 42% Menschen in Wien gibt, die Migrationshintergrund haben. Und dann frage ich mich, warum es ist so, dass migrantische Meinung so ganz wenig repräsentiert. Und warum, wenn wir aktuelle NGO-Klima schauen, dann gibt es ganz wenig Menschen mit Migrationshintergrund, die Machtpositionen haben oder die etwas beeinflussen können. Und ich verstehe, dass es jetzt Corona-Zeit gibt und wir sollten über Corona reden. Aber mit Corona hat das nicht für mich verändert. Es ist trotzdem so. Und wahrscheinlich hat es das für mich verschlechtert. Weil wenn wir über Corona sprechen, dann alle aktuellen Probleme, die haben sich verschlechtert. Probleme mit häuslicher Gewalt. Hi, boy. Hallo? Ah, tut mir leid. So, Probleme mit häuslicher Gewalt. Problem mit unterschiedlichen Sachen. Problem mit Menschen mit Migrationshintergrund oder Menschen, die Asyl in Wien sind. Es gibt riesige Veränderungen auch für diese Gruppen. Und ja, und ich wollte auch sagen, dass ich würde sehr gern, dass in Österreich verändern und dass in Österreich dieses Klima sich auch verändert. Und ich würde sehr gern auch dafür kämpfen, dass jetzt, wenn Corona existiert und wir wohnen in einer neuen Welt, dann sollten wir auch diese neoliberale, bevormundete Stelle einfach wegwerfen. Und wir sollten versuchen, auch marginalisierte Gruppen anhören, was sie zu sagen haben. Und wir sollten versuchen, auch Black Lives Bewegung verstärken und auch feministische Stimmung in diesem Black Lives Bewegung. Und ja, und ich wollte das nur sagen, dass ich verstehe, das ist wahrscheinlich nicht so relevant jetzt zu dieser Frage, aber trotzdem relevant. Und ich wollte darüber auch reden. Und kurz über meine, es war nicht Verhaftung, was ich in Russland erlebt habe. Es war ein Gerichtsprozess gegen mir, weil ich etwas auf Facebook gepostet habe.
ich weiß es nicht, wie viel, wir haben noch halbe Stunde mehr, ich möchte nicht so viel Raum nehmen, sondern ich werde einfach einen Link hier teilen, damit wer Interesse habt, dann kann auch einfach lesen und dann später mich fragen. Man kann auch meine Kontakten wahrscheinlich durch diese Ringvorlesung irgendwo finden und die Fragen sind willkommen. Dankeschön. Ja, ich würde sagen, es ist eine super Überleitung. Ganz kurz noch zur, dann öffnen wir jetzt damit die Diskussionsrunde. Zu den Studierenden möchte ich sagen, ihr könnt die Hand heben, eben wie gesagt in den Chat schreiben, wenn ihr nicht mit Video fragen wollt. Es ist wichtig, dass ihr vielleicht sagt, an wen ihr die Frage richten wollt, von wem ihr eine Antwort wollt, ob es an alle gilt, an eine oder mehrere Personen. Genau, und ich würde jetzt aber erstmal Natalia rannehmen und dann Heidi, die sich schon zu Wort gemeldet haben, und danach ist der Raum offen für Fragen. Genau. Ja, ich wollte nur mich anschließen, bei was Dunja gerade zum Thema macht, dass als Migranten, also ich wohne schon hier 17 Jahre, aber ich habe keine österreichisches Pass. Aber für Österreicherin zu werden, soll man auch alle andere Stadtbürgerschaft zumachen. So, man kann nur Österreicherin werden, wenn man will. Und wenn du nicht Österreicherin bist, kannst du nicht wählen. Und dann mit diesen, also das finde ich auch eine interessante Förderung, jetzt in diesem Kontext zu stellen, weil wir sind Aktivisten, wir sind politisierte Menschen, die teilnehmen wollen an dem politischen Leben in irgendeiner Art. Als Staatsbürgerinnen wenigstens. Und das ist auch nicht möglich. Und das ist auch ein riesiger Grund, warum wir unsere Stimme nicht gehört wird. Weil wir keins haben eigentlich. Das ist der Grund im Prinzip. Wir haben es nicht. Ende. So, und das wäre super wichtig, dass wenigstens nach 10 Jahren in Österreich zu leben, man als Ausländer trotzdem wählen könnte. Ich glaube, in mehreren Ländern kann man. Das wollte ich nur als Punkt, als Schluss von ihrem ja, würde nur dazu sagen. Ich glaube, Heidi, du wolltest auch noch... Ja, genau. Also was wir als Plattform versucht haben oder nach wie vor versuchen ist, wir kommen alle aus unterschiedlichsten Zusammenhängen. Also es gibt Alleinerzieherinnen, es gibt Grüne, es gibt Frauen von links, es gibt also aus allen möglichen Richtungen. Was wir versucht haben, ist eben diese ganzen Fragen zu bündeln, wie man auch in dem Forderungspaket von Fiscal sieht. Also wir versuchen eben unseren Aktivismus in größere Aktionen zu machen. Es gibt immer wieder die punktuellen Aktionen der einzelnen Gruppen. Die sind gut und richtig und wichtig, überhaupt keine Frage. Aber wir sind halt der Meinung, dass wir eben immer wieder auch das Auftreten alle gemeinsam brauchen. Und deswegen auch diese Idee und der Vorschlag. Und wir werden nächste Woche haben wir im Plenum am Dienstag um einen neuen Aufruf für den 19. September zu starten, wo wir eine rollende Demonstration wollen. Mit ganz vielen, mit Einkaufswegen, mit Kinderwegen, mit Krankenbetten, mit, weiß ich nicht, Fahrrädern und so weiter, Rollatoren, alles Mögliche. Und vorher wird es schon eine drei Wochen dauernde, von 22. August bis 19. September, wird es eine permanente, tägliche Performance, künstlerische Performance von der Alko geben, am Stephansplatz, die auch das Thema Gewalt an Frauen mit der Gruppe Obra aufmerksam macht, wo alle eingeladen sind, sich irgendwie mal zu zeigen und auch ihr Statement anbringen können oder ihre Forderung oder ihren Tanz mitmachen können und so weiter. Also es geht darum, dass wir alle gemeinsam dann, wo wir an den verschiedensten Punkten arbeiten, doch immer wieder Punkte finden sollten, wo wir gemeinsam etwas machen sollten. Das ist mein Aufruf und das Anliegen der Plattform 20.000 Frauen.
Ja, danke Heidi. Das ist tatsächlich wäre das unsere dritte Frage von uns auch noch gewesen. Und nachdem ich jetzt derweil noch keine Frage aus dem Publikum und von Zuhörerinnenraum sehe, könnt ihr vielleicht darauf noch ein bisschen eingehen, weil wir uns irgendwie gefragt haben, wie ihr vernetzt seid, was für Formen von Solidarisierung ihr lebt, beziehungsweise euch wünschen würdet oder wie das zwischen euch abläuft. Ich glaube, kurz nur, bevor jemand darauf antwortet, Simona, bist du noch da? Okay. Ich glaube, Simona hat ein bisschen Schwierigkeiten mit der Verbindung. Ich weiß nicht, ob du mich jetzt hörst, aber vielleicht probierst du es mal. Es gibt da eine im Chat, Petra, an Petra an alle. Hallo, Endodika. Genau, also das wäre schon eine Frage an Dunja. Dunja, genau. Möchte jemand von euch noch auf das Thema Vernetzung eingehen? Sonst würde ich die Frage an Dunja gleich weitergeben. Ja, ich würde gerne nachher was sagen. Ich würde gerne was dazu sagen. Okay, dann fangen wir vielleicht an mit der Frage von Petra. Also, hallo Evdokia. Mich würde interessieren, ob du zurzeit auch in einer in Österreich basierten feministischen Organisation aktiv bist. Finde deine Kritik an vielen linken Organisationen, die du besucht hast, sehr spannend. Ja, in ein paar. Und zwar nicht nur feministische Organisationen. Ich bin ein Teil von Theater der Unterdrückten Wien. Es ist Theater für Dialog, Forum Theater, Theater für radikale Veränderung durch Dialog. Und zweite Organisation, wo ich auch teilgenommen habe vor der Corona, war Pro-Choice, eine Pro-Choice-Gruppe, die über Schwangerschaftsabbruch in Österreich sich engagiert hat. Ja, nur in diesen zwei, aber ich versuche mich mehr zu vernetzen und mehr Organisationen zu finden und ich hoffe, dass mit der Zeit kann ich auch meine Meinung verändern. Aber jetzt im Moment ist es so, ich verstehe, das ist meine persönliche Kritik und meine persönliche Meinung. Ich habe versucht, ein bisschen Forschung zu finden, wie es geht mit der Arbeit von Österreichern, Österreicher Menschen, die in Österreich wohnen, die Migrationshintergrund haben. Und ich habe ganz wenig gefunden. Wenn er Links hat, die mit mir geteilt werden können, werde ich mich sehr freuen, ein bisschen nachzulesen und ein bisschen zu forschen und mich besser zu informieren. Und ich verstehe auch, dass manchmal, es kann nicht nur um Statistik gehen oder um Sachen, wie man irgendwo liest oder wie man das politische Statements macht, sondern als lived experiences. Und ich von meiner Meinung kann sagen, dass ich ziemlich viel nationalistische Erfahrung in Österreich schon erlebt habe, in diesen 2 Jahren, die ich da wohne. Und es war ganz unangenehm. Und ich denke, dass wenn ich, sehr privilegierte weiße Frau, nationalistische Erfahrungen in Österreich treffe, wie geht es denen, die wirklich, wirklich nicht so privilegierte Stellen haben? Und das ist auch meine Frage an die Situation in Österreich. Danke. Barbara, möchtest du daran anschließen oder an die vorherige allgemeine Frage? Vielleicht könnt ihr unsere Kontaktdaten dann ja, uns gegenseitig schicken. Vielleicht kann ich da helfen. Sehr gern. Zur Vernetzung, also ich habe vorhin angesprochen, es gibt ein sehr starkes Problem, einfach, der sich aus dem Widerspruch ergibt, politische Arbeit braucht Zeit, Kinderbetreuung braucht Zeit, Kinder brauchen sehr viel Aufmerksamkeit.
Aufmerksamkeit und sehr viel Arbeit. Wir sind bei der letzten Demo am 8. März angesprochen worden von der Plattform Radikale Linke, ob wir Unterstützung brauchen bei unseren Treffen mit Kinderbetreuung. Und das haben wir, also während Corona gab es dann keine Treffen, aber danach gab es eines und das haben wir in Anspruch genommen. Diese Kinderbetreuung ist von weißen Männern übernommen worden, die normalerweise keine moralische Verpflichtung haben, sich um andere zu kümmern. Ich fand das eine sehr gute Kooperation, also in feministischen Projekten, wo viele Menschen, also Frauen daran gehindert werden, daran teilzunehmen, weil sie sich um andere Menschen kümmern müssen, wäre es eigentlich ganz gut, wenn man die Kooperation mit Männern sucht, die normalerweise diese gesellschaftliche Pflicht nicht haben, und mal mithelfen bei der unsichtbaren Arbeit, vielleicht auch bei administrativ-organisatorischen Arbeiten, damit Frauen die sichtbaren Sachen machen können, damit sie sich politisch engagieren können und damit sie sozusagen vorne stehen können und sich für ihre eigenen Anliegen einsetzen können. Und das muss natürlich intersektional gedacht werden. Also Frauen sind von unterschiedlichen Diskriminierungen betroffen. Migrantinnen sind von anderen Diskriminierungen betroffen als Alleinerzieherinnen. Und wenn sie migrantisch und Alleinerziehend sind, trifft sie das nochmal doppelt hart. Und dann gibt es noch andere, also Frauen mit Behinderungen und so weiter und so weiter. Also das muss natürlich zusammengedacht werden. Ohne, also jetzt ganz konkret, also wenn es auch um die Praxis geht, also es war tatsächlich so, dass Aktivistinnen wirklich kurz vor dem Zusammenbruch waren, also eine ganz besonders, also sie hat eben keine Familie in Wien, die sie unterstützen könnte, die sie noch weiterhin gesehen hätte. Der Vater des Kindes ist auch nicht in Wien. Sie hat einen 40-Stunden-Vollzeitjob, den sie auch braucht, damit sie das Kind finanziell halten kann. Und sie war wirklich kurz vor dem Zusammenbruch. Und da haben wir dann in Kooperation mit der AG Feministischer Streik von der Plattform Radikale Linke Unterstützung organisiert. Also eine Person, das war auch ein Mann, der sonst keine Betreuungspflichten hat oder und genug Zeit hat. Er hat sich sonst sozial isoliert, aber er hat diese Frau unterstützt. Und ich kann mir vorstellen, also dass wirklich die Unterstützung in den konkreten Lebenssituationen, in die wir einfach alle eingebettet sind, extrem wichtig ist in der feministischen Praxis, um einfach allen Frauen eine gleichwertige, gleichmögliche Teilnahme zu ermöglichen. Ja. Danke. Ja. Ich glaube, Natalia, wolltest du darauf reagieren? Ja, ich wollte euch erzählen, ich glaube, nach diesem heutigen Treffen, es fordert sicher, dass wir mal zusammen mit unseren Aktivismusgruppen uns treffen, weil ich glaube, es kommen ganz gut einen zu den nächsten Bedürfnissen, weil wir auch Mamas haben in unserer Gruppe, die auch Migrantinnen sind, manche sind Alleinerziehende, manche nicht, aber es wäre sicher super, wenn wir uns zusammentreffen, weil alles geht irgendwie so zusammen. Und ich wollte erzählen, unsere Erfahrung in die letzten, so vor 8. März, so am 8. März, aber auch letztes Jahr haben wir in Zusammenarbeit mit Chile Despertó Viena gestaltet, die Performance von Las Tesis, die sind eine Gruppe aus Chile, die hat ziemlich viel die Welt gereist, der Vergewaltiger bist du, die hat man auf der Straße gespielt, gesungen, getanzt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber da waren wir viele und das haben wir zusammen mit den Compañeras von Chile organisiert und es war immer Kinderbetreuung dabei und in die Aktionen, die wir machen, so auf die Straße, haben wir ziemlich geschafft bei den großen Dingen, die schon Kinderbetreuung gibt. Und bei den Proben waren Babys auch dabei und so ist ziemlich selbstverständlich, dass die Kinder dabei sind. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das jetzt ganz trifft, aber ich möchte, eine Kollegin von uns aus Bolivien hat einen kleinen Paragraph über
Feminismo Comunitario oder gemeinschaftlich Feminismus uns geschrieben und euch zu teilen. Und wenn es später geht, das zu lesen, würde ich mich freuen, weil in alle unseren, ich glaube, in alle unsere Reden und was ich auch hier schwierig finde, ist, es ist nicht offen. Ich meine, es ist alles, trotzdem, wir haben super schöne Erfahrungen mit Obra, mit Heidi sagte, und 20.000 Frauen. Und, aber Obra ist auch ein bisschen durch mit migrantischen Erfahrungen, ne? Also von ganz, also mit Lefo, mit Take Back the Streets und also natürlich mehrere Gruppen haben wir schon kennengelernt und zusammengearbeitet. Aber die Tendenz ist, dass jede Gruppe, also die Alleinerziehenden für sich, die, also jeder hat ihre eigenen Bedürfnisse, aber wir brauchen uns zusammen, ja, wie Heidi auch sagt, weil damit uns helfen können, wir müssen zusammenarbeiten, weil sonst niemand kann die Bedürfnisse von den anderen irgendwie helfen. So, das wollte ich diese Ding auch teilen, dann später, wenn es geht, über Kommunität. Sehr gerne. Jetzt, weiß nicht, ja. Zuerst mal, hallo Simona. Ja, schön, hallo. Dass du wieder bei uns bist. Ja. Funktioniert jetzt? Jetzt geht's wieder. Ich okay. Frage mich nur, wie lange. Ja, das ist zwar, Bild schaut ganz anders aus, aber es geht. Okay. Wir klopfen mal auf Holz, dass es funktioniert. Ja. Im Chat, nur um das noch mit euch zu teilen, Johannes sagt, danke Barbara für das inspirierende Beispiel. Heidi schlägt schon Vernetzungsmöglichkeiten vor, wenn ich das richtig sehe. Frauenpunkt am Volksstimmefest, Anfang September. Und dann, sehr gut, genau, vielleicht ist das Statement, wenn du das zum Schluss noch lesen möchtest, Natalia, sehr gerne. Jetzt würde ich vielleicht die Frage von Laura noch kurz vorziehen. Liebe alle, ihr seid ja alle politisch sehr aktiv, so scheint es zumindest für mich. Ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, dass ich nicht unendlich viel politisch aktiv sein kann, weil mir sonst alles zu viel wird. Die Gefahr eines Burnouts ist real. Was sind eure Strategien, um die Balance zwischen Einsätzen für wichtige Themen und Achtgeben auf sich selbst zu finden? Woher holt ihr euch immer wieder die Motivation für euer Engagement? Gibt's, also ich glaube, die Frage geht an alle. Gibt es jemanden von euch, der gerne darauf antworten würde? Ja, ich wollte es gerade schreiben. Liebe Laura, ich habe einmal dieses wunderbare Werk, das ist nicht einfach zu lesen, aber es ist wunderbar, von Peter Weiß, Ästhetik des Widerstandes. Und da gibt es einen entscheidenden Satz, der heißt, wenn wir uns nicht selber befreien, bleibt es für uns ohne Folgen. Also wir können nur in dem immer wieder Luft holen und uns denken, also was uns irgendwo beengt, müssen wir bekämpfen. Und die Kraft liegt in uns selber und ja, je nachdem, welche Motivation du da hast, aber gib dir genügend Zeit zum Ausruhen, aber es bleibt bei dir. Natalia, wolltest du auch noch was dazu sagen? Ja, ich finde, das ist eine sehr wichtige Frage, weil wir sind alle ein bisschen am Rande Burnout gegen 8. März und nachher, sie sind fertig und wir haben auch uns selber gefragt, wie machen wir selbst, damit wir nicht irgendwie kaputt werden nach dem und ich finde es nicht so leicht und es ist ein großes Thema bei uns, weil wir auch zum Beispiel, ich bin freischaffende Künstlerin und gerade bei Corona ist noch schlimmer alles. Und ich soll viel Energie in meiner Arbeit geben, damit es geht. Und es ist nicht einfach und manchmal ist es kompliziert. Aber ich glaube trotzdem, für mich persönlich, es gibt zwei Dinge, die wirklich, ich kann nicht
nicht wahrnehmen. Und eine ist die Opfer von Femizid, die täglich weltweit und total straflos weitergehen. Also es ist unglaublich, dass, also es ist toll, dass schon viele, also in Lateinamerika, es gibt eine wirklich riesige Bewegung, also dafür, weil so viele Femizid gibt es, aber hier in Österreich könnte ich euch auch teilen. Dieses Jahr gibt es schon 11 und 2019 39 und also es wächst und wächst und es ist ziemlich beeindruckend, die Straflosigkeit und den Gruppenvergewaltigungen. Es ist wie wir werden noch im Mittelalter und das wirklich, ja, das lässt man nicht wirklich ruhig zu Hause einfach nur Netflix anschauen, weil es irgendwie unerträglich für mich, dass das täglich weiter so geht. Niemand, also diese Frauen sind schon nicht mehr da. So für die Opfer des Gewalts, ich glaube, man kann sich schon ja, engagieren. Ich könnte noch was dazu sagen. Also, gerne. Ja. Also die psychische Gesundheit von Aktivistinnen ist wirklich eine ganz grundlegende Voraussetzung. Wenn man bemerkt, dass man in einen Burnout reingeht oder so, dann ist es wirklich wichtig, sich auch zurückzunehmen. Wie man das wie man dem vorbeugen könnte, ist, wenn man sich einfach im Vorhinein fragt, was sind meine Zeitressourcen? Also wie viel Stunden pro Woche kann ich in ein bestimmtes Projekt stecken? Ist das eine Stunde pro Woche? Sind das 5 Stunden pro Woche? Ist das eine Stunde im Monat? Und je nachdem, was ich eben denke, was meine Zeitressourcen sind, meine wirklich realistischen, es ist auch eben auch wichtig für das Weiterfunktionieren von Projekten, dass man nicht urviele Aufgaben übernimmt und dann mittendrin sagt, ich kann nicht mehr. Also es ist wirklich wichtig, eine gute Selbsteinschätzung dazu haben und dann einfach in dem Ausmaß Aufgaben zu übernehmen. Es muss ja nicht, man muss ja nicht immer an der Front stehen, also manchmal ist das gut, weil man auch eine Stimme hat, aber es gibt auch viele kleinere Aufgaben, die man übernehmen kann und vielleicht nur hin und wieder etwas zu übernehmen. Aber es ist auch wichtig, nicht ganz auszusteigen. Also es gibt wirklich, ja, so die Linke unter Anführungszeichen ist nicht besonders groß, in Wien, das heißt, ich finde schon auch wichtig, für den politischen Aktivismus zu plädieren, aber eben unter einer realistischen Selbsteinschätzung. Dankeschön. Ich habe jetzt noch eine Frage konkret an Simona. Milena, ja. Möchtest du sie persönlich stellen oder soll ich sie vorlesen? Weil ich dich hier gerade sehe. Ah ja, klar, ich kann sie. Okay, ich lese vor. Ja. Wie sehen Sie den Umgang mit Seniorinnen als Risikogruppe während Corona? Sehen Sie eher Solidarität oder Instrumentalisierung? In Klammer Wirtschaft vor Leben. Habt ihr euch als Omas gegen Rechts dazu positioniert? Ja. Jetzt einmal, wir sind, es gibt auch Opas bei uns, es gibt auch Männer. Wir hatten viele Diskussionen deswegen, und zwar, es war wirklich während der Zeit, wo man keine Kontakte hatte, wo man zu Hause war. Es gab einen Teil, der gemeint hat, wir werden instrumentalisiert, und es gab einen Teil, der gemeint hat, es ist wichtig, dass wir auf uns aufpassen. Meine persönliche Meinung ist, dass ich glaube, dass in diesem Fall, so für mich ist die Corona eine Realität. Es ist keine Erfindung. Es ist kein, man braucht sich nicht zu fürchten, aber es ist eine Realität, es ist etwas Neues, was wir noch nicht genau kennen, und es gilt nicht nur für alte Leute, es gilt für die anderen auch. Ja, wir wissen inzwischen ein bisschen mehr.
Ne, es waren wirklich, wir haben Riesendiskussionen deswegen gehabt. Ja? Es gibt, wir hatten auch so Omas, die zu diesen Corona-Gegner-Demos gegangen sind, zwar ohne Haube, aber weil man einmal was machen muss. Ja? Ich persönlich halte nichts von diesen ganzen Verschwörungstheorien. Es ist wichtig, dass man aufpasst. Ich finde, dass diese Lockerungen jetzt ein bisschen zu früh gekommen sind. Ich sehe, ich bin mit Öffis gefahren, ich fahre mit Öffis, dass sehr viele Leute die Masken nicht mehr tragen oder auch diese Abstandsgeschichte. Und das sind schon wichtige Sachen, weil egal, auch wenn man sich nicht wohlfühlt, wenn man nur verkühlt ist, es heißt immer Abstand halten, weil das Ganze durch die Luft übertragen wird. Wir haben ein gut funktionierendes Gesundheitssystem. Ich habe von Anfang an Kontakt mit meinen Ex-Kollegen genommen und ich glaube, dass gut reagiert wurde. Ja? Ja. Die Informationen, wie sie weitergegeben worden sind, da gab es große Kritiken. Ich denke mir, ja, man kann nur etwas weitergeben, was man ist. Man hat oft gesagt, es ist viel Angst gemacht worden. Viele haben auch gemeint, Angst ist gut, weil dann, wenn man Angst hat, dann folgt man. Es ist nicht gerade meine Meinung. Es geht nicht um Angst machen, es geht darum, etwas zur Kenntnis zu nehmen und ernst zu nehmen. Ja? Und auch nicht die anderen zu gefährden, weil es ist nicht sehr lustig. Ja? In diesem Sinne, es ist um diese Geschichte mit Masken, egal wie die Diskussionen sind, für mich, es hat schon mit einer Sozialisierung was zu tun, weil die Masken schützen die anderen. Ja? Das ist so, es geht um meine Aerosole, die übertragen werden, wenn ich niese, huste, schreie, rede. Ja? Viele meinen, das ist nicht so, aber es ist so, weil sonst hätten wir haben solche Masken früher immer in Operationssäle getragen und so weiter, um die Patienten zu schützen. Ja? Und ich denke, es ist auch wichtig, Rücksicht auf die anderen zu nehmen. Okay, auch wenn es nur darum geht, dass wir Erfahrungen gesammelt haben, die wichtig sind und die weitergegeben werden sollen. Ja. Danke, Simona, das ist echt super interessant. Vor allem auch so, weil du diese medizinische Perspektive auch noch hast. Es ist wirklich sehr spannend, danke dir. Ein kurzer Hinweis jetzt an alle. Es ist bei mir zumindest 1:08. Offiziell geht diese Diskussion bis 8. Von mir aus können wir sehr gerne noch weiter diskutieren. Ich finde es super spannend. Es gibt auch noch ein paar Fragen. Was ist so das allgemeine Stimmungsbild? Also jetzt zumindest mal von euch am Panel. Ja? Okay, super. Ich wollte nur eine Frage stellen. Wie lang? Weil 15 Minuten passt schon perfekt, aber ich versuche nicht mehr als 2 Stunden vor dem Computer zu verbringen, ein bisschen mich zu stretchen und solche Sachen, damit ich Self-Care beobachten kann. Ja, das ist super vernünftig. Also ich denke, grundsätzlich ist es allen von euch freigestellt, jederzeit auch auszusteigen. Im Sinne von Self-Care und überhaupt. Also wir freuen uns natürlich über alle, die noch hier bleiben, sowohl Zusehende, Zuhörende als auch Panelistinnen. Genau, aber offiziell geht es bis 8 und genau. Ich würde jetzt einfach noch dann in dem Fall Gabriela, falls du noch hier bist, wollte etwas zu Lauras Frage stellen. Ich glaube, das war die Frage. Ja, super.
Ja, hallo. Hier Gabriela von Chile Desperto Viena. Ich bin aktiv bei Chile Desperto Viena und auch bei Ni Una Menos, Austria. Und ich habe da jetzt sehr spannend alles mit angehört und wollte euch danken für diese wundervolle Veranstaltung. Und wollte zur Frage von Laura sagen, weil ich eigentlich auch ganz frisch im Aktivismus bin. Obwohl früher habe ich schon noch was gemacht, aber jetzt natürlich mit Job und Kindern und so ist das wieder was anderes. Wollte ich nur sagen, wir handhaben das eben auch so und ich bin auch sehr dankbar für die Ressourcen, die jetzt da im Chat gekommen sind, die werde ich auch gleich weiterleiten und darum ist es toll, dass es solche Veranstaltungen gibt, um wieder einen Austausch zu haben. Aber wir bei Chile Desperto Viena haben uns auf ein paar Sachen, grundlegend haben wir uns das ausgemacht, dass wir schauen, dass man immer offen bleibt für die anderen und Verständnis zeigt. Also oft entsteht ja auch ein Stress, dass man die Kollegen oder Kolleginnen nicht hängen lässt. Und dass man einfach Bescheid sagt und was auch Barbara gesagt hat, das ist mal das Erste, dass man noch sagt, wie viel Zeit habe ich und die sich darauf festlegt, aber auch, dass die anderen verstehen, wenn man rechtzeitig Bescheid sagt, wenn es einfach etwas nicht geht. Und das kann ja immer sein. Dass man sich auch gegenseitig da nicht unter Druck setzt in der Gruppe. Ich glaube, da ist die Gruppendynamik auch sehr wichtig. Und also das mit der Zeit festlegen ist auf jeden Fall wichtig, dann offen zu kommunizieren. Das ist ja auch manchmal einfach schwierig, weil man eben die anderen nicht hängen lassen möchte. Aber wenn man bei Zeiten die Sachen sagt, dann geht es ja auch. Dann hat man ja Zeit, sich was auszumachen. Und eben Self-Care ist ganz wichtig, sonst ist einfach die Energie weg. Und die kleinen Sachen, bei Chile Desperto Viena international, weil es Gruppierungen auf der ganzen Welt gibt, die Sozialmobilisierung in Chile unterstützen, gibt es einen Leitsatz, der heißt Cada granito de arena. Jeder Sandkorn hilft. Das heißt, auch wenn man jetzt nicht groß auf die Demos gehen kann, weil man immer auf die Kinder aufpasst oder weil man noch für die Prüfung lernt, es gibt Petitionen zu unterschreiben. Man kann online einfach auf Facebook liken. Auch die kleinen Sachen machen es aus. Und das muss man sich auch, wenn man sich dann denkt, ich mache nicht genug oder ich kann gerade nicht genug. Es gibt dann auch wieder Zeiten, wo es geht. Und ich glaube, da muss man auch die kleinen Sachen wertschätzen und auch die Einstellung wertschätzen und sich gegenseitig stützen, wie wir es jetzt gerade machen. Und ich wollte euch gratulieren zu dieser Veranstaltung. Danke. Danke dir, Gabriele. Das ist super schön auch zu hören. Und grundsätzlich für alle, die es noch nicht gesehen haben, es wurde jetzt eben schon angesprochen und es gibt im Chat einige Ressourcen, die sich auch mit dem Thema Self-Care und Strategien des Widerstands befassen. Also wir werden das nochmal sammeln, aber schaut gerne rein. Das sind tolle Sachen hier. Juan hätte noch eine Frage. Was bedeutet für euch Diversität, Repräsentativität? Wie führt ihr in ihre eigenen Gruppen die Herausforderungen der Intersektionalität durch? Ich glaube, die Frage ging an alle. Ich weiß nicht, ob jemand von euch gerade darauf antworten möchte. Ich kann kurz etwas dazu sagen. Ja. Meine persönliche Meinung ist, dass Diversität und Intersektionalität sehr schwierig ist. Und deshalb, oh, tut mir leid, mein Screen disappeared. Ah ja, okay, hier. Ai, ai. Wahrscheinlich kann jemand andere anfangen zu sprechen. Mein Computer hat etwas gemacht. Anhört. Also wir hören und sehen dich, aber... Jetzt sehe ich euch auch. So, meiner Meinung nach, Diversität und Intersektionalität sind sehr, sehr schwierige Aufgaben für jede feministische Bewegung oder für jede Organisation, aber sie sollten immer wichtig sein, meiner Meinung nach. Und es passiert nicht einfach so, man muss auch viel, viel Arbeit schaffen, um wirklich diese Bewegungen zu verändern, damit sie diverser und intersektioneller werden können.
Und das macht man durch unterschiedliche Sachen, zum Beispiel Sprache, Inklusivität. Zum Beispiel Frieden, Young Feminist Fund versucht aus verschiedenen Sprachen zu arbeiten, aber wir verstehen auch, dass viele Sprachen, in denen wir arbeiten, sind auch die Sprache von Kolonisation oder sozusagen kolonisatorische Sprachen. Zum Beispiel Russisch oder Englisch oder Spanisch. Und es gibt viele Bewegungen, viele feministische Bewegungen, die andere Sprache sprechen, die wahrscheinlich niemand verstehen wird, die nur von, ich weiß es nicht, ein paar Millionen Leuten gesprochen werden. Und das ist etwas, das ist auch sehr wichtig zu verstehen. Oder Affirmative Action ist eine wichtige Frage und eine wichtige Sache, meiner Meinung nach. Man muss immer diese Quoten haben von Menschen, die marginalisierte Gruppen repräsentieren. Und nicht nur in der Regierung oder an der Uni, sondern auch in den NGO-Bereich oder im feministischen Bereich versuchen, mit unterschiedlichen Menschen zu arbeiten, damit sie diverse Meinungen reinbringen können. Und es verändert etwas sicher. Man denkt so, dass wahrscheinlich es geht nicht nur, dass es diverse Menschen sind, auch die Meinungen, die sie repräsentieren, aber idealerweise sollten diese beiden Sachen zusammenkommen. Und es kann sehr unangenehm sein, in diverse Gesellschaft zu arbeiten, aber es kann auch so, so cool sein und so interessant sein und man kann auch so viel lernen und so viele neue Sachen entdecken. Und meiner Meinung nach, wir sollten alle versuchen, divers in unserer Arbeit zu sein. Und es gibt immer irgendwo, wo man wachsen kann in Diversität und Intersektionalität. Danke. Dankeschön. Wer mag weitermachen? Ja, ich zum Thema Intersektionalität. Es gibt drei kritische Fragen in der feministischen Bewegung, die irgendwie unauflöslich scheinen. Das eine ist die Sternchenfrage. Also es gibt also feministische Gruppen, die das Sternchen ablehnen und sagen, Frauen sind Frauen. Und sie brauchen ihre Räume und eigene Demonstrationen und wie auch immer. Es ist nicht auflösbar, dieser Konflikt. Ich gestehe jeder Gruppe, also als Plattform haben wir das so entschieden, wir gestehen natürlich jeder Gruppe zu, ihren eigenen Raum so zu bestimmen. Wir als Plattform sind offen gegenüber Gender-Zugehörigkeiten, die es da gibt. Das ist ja alles absurd. Die zweite Frage, die unauflösbar scheint, ist die Kopftuchdebatte. Also da gibt es im Feminismus auch eine Debatte, die quer durchgeht. Als Plattform kann ich auch nur sagen, wir haben das auch für uns gelöst. Also für uns sind Bekleidungsvorschriften jeglicher Art abzulehnen. Das heißt also auch, Kopftuchverbote sind für uns absolut No-Go. Und die dritte Frage ist die Frage nach der Prostitution. Die Frage Recht auf Sexarbeit oder Verbot des Kaufes von Sexarbeit. Auch diese Debatte haben wir 2 Jahre lang unendlich geführt und sind dazu zu einer Stellungnahme gekommen, die gegen eigentlich die Debatte also für ein Verbot von Sexarbeit spricht, also für die Rechte der Sexarbeiterinnen ist. So, das sind die drei kritischen Momente in der Diskussion unter Feministinnen. Und ansonsten ist die Frage immer ganz schwierig zu beantworten, ja, wo sind denn die Migrantinnen bei diversen Diskussionen, wobei da immer ein auch wieder rassistisch eigentlich gedachtes Moment dabei ist, weil dann immer im Kopf herumschwirrt, da muss eine Schwarze dabei sitzen, eine mit schwarzer Hautfarbe, was ganz schwierig ist. Und wir haben uns da auch immer wieder bemüht, entsprechende Repräsentanz von Migrantinnen zu finden.
aber die sind oft daran gescheitert, die Bemühungen, dass die so selber mit ihren Anliegen konfrontiert sind, dass sie nicht noch weitere Termine wahrnehmen können. Also es ist nicht immer nur eine Frage von so, dass man nicht an die denkt, sondern auch, welche Möglichkeiten jeweils die Gruppen haben. Und ja, ansonsten gehe ich davon aus, dass es natürlich notwendig ist. Wir sind ein Vielvölkerstadt, hallo. Wir haben so und so viele Anteile. Also in Wien sind, glaube ich, gerade mal die Hälfte der Wienerinnen. Ich selber bin Deutsche gewesen. Ja, also habe auch einen migrantischen Hintergrund, wie man an der Sprache hört. Also in Wien sind gerade mal die Hälfte vielleicht wirklich Wien geborene, wenn überhaupt. Und dann haben wir also einen ganz starken Einfluss von Ungarn, der Vielvölkergemeinschaft und dem Kaiserreich und mittlerweile ganz vielen anderen Nationalitäten. Es ist lächerlich. Es ist lächerlich, das nicht wahrzunehmen und nicht für mich natürlich auch nicht als Bereicherung zu empfinden, nachdem ich jedes Jahr nach Griechenland fahre, finde ich ja das wunderbar, dass ich ganz viele Nationalitäten in Wien mit mir gemeinsam habe und mit vielen auch um gemeinsame Rechte kämpfe. Danke. Ja. Ich glaube, mit dieser Diskussion, also mit dieser Frage könnten wir noch eine extra Diskussionsrunde füllen. Genau. Ja. Es ist jetzt auch schon wieder Viertel nach, aber eine Frage hätten wir noch von Juan. Suani, ich glaube, du kannst besser Spanisch als ich. Vielleicht möchtest du das vorlesen. Oder auch gern, Juan, möchtest du sie selber stellen? Dann lese ich vor. Also die Frage ist für Natalia und zwar fragt Juan, ob du erzählen könntest, warum das Encuentro Plurinacional de Mujeres en Argentinien, worum es darum geht und ob du glaubst, dass die Erfahrung des Encuentros in Österreich reproduziert werden könnten. Ja, gerne. So, ich habe auch den Encuentro national, also de, jetzt plurinational, aber vor de, ich glaube, das ist vor letztes Jahr, also dieses letztes Jahr, so angenommen plurinational, aber sowieso den Frauentreffen in Argentinien gibt es schon vielleicht schon 35 Jahre her mit dem Zusammenkommen zur Demokratie in, am Anfang der 80er Jahre. Ja, sind die angefangen. Auch ein großer Motto von diesen Treffen war den Schwangerschaftsabbruch-Campaign. Die war auch ein Thema immer dabei. Und in den letzten 5-6 Jahren ist super explodiert, so von 5.000 Teilnehmern ungefähr in den letzten 6 Jahren ist es um 50.000, also progressiv, aber schon in den letzten Jahren von 10.000 zu 50.000, 60.000 Frauen, Teilnehmerinnen. Ich könnte in 2016 den besuchen. Es war ein sehr schönes Treffen und da das erleben. Und ich glaube, das war auch ein Grund, warum ich dachte, das brauchen wir irgendwie weiter zu bringen, irgendwo anders. Und weil, okay, den Treffen wird in jedes Jahr in einer verschiedenen Stadt durchgeführt. Wo ich war, war Rosario, es wäre wie in Graz, das zu durchführen. Und es sind 3 Tage und es finden 60 vielleicht Workshops oder 70 oder 80 Platz von verschiedenen Themen. Von, ich weiß nicht, von medizinal Cannabis bis zum
ja, Workshop, worüber geht es, den Menschenhandel bis Workshop für Sexualarbeit oder gegen Sexualarbeit. Es gibt alle Möglichkeiten, man kann in jeder teilnehmen. Oder ich persönlich habe ich versucht, den Treffen von den ursprünglichen Völkerfrauen, so die und der zum Beispiel ist gegangen, die 3 Tage. Und diese Frauen, die von verschiedenen Stämmen, indigenen Stämmen in Argentinien waren, haben mitgebracht in den Treffen ihre Probleme mit den Territorien, um alles da festzustellen. Und es waren auch Rechtsanwältinnen, die haben alles notiert, damit man dann später zum Gesetz, zum Justizsystem mitbringen könnte, damit diese Förderungen gehört sein könnten. No? Und ja, ich fand es wirklich unwahrscheinlich toll. Ich könnte mir nicht vorstellen, so am Anfang sowieso, es gibt einen ersten Treffen am Platz. Und da in diesem ersten Treffen am Platz waren die 60.000 Frauen. Für dieses erste Treffen wird gemacht, während des Jahres, nehme ich an, ein Dokument, die verschiedene Gruppen zusammenstellen. Und den Treffen, wie diese ganzen Procedures, um diesen Dokumenten zu kommen, werden in Assembleen gestaltet. No, es gibt viel Diskussion und auch ist den Platzverteilung ist total, so wie wir das auch selber machen in unseren minimalistischen Meetings, ist immer in Runde. Es gibt nie einen Sprecher und ein Publikum, sondern es gibt eine Runde, wo es fordert immer viel mehr horizontal denken und viel mehr kommunitäres Denken auch an. Und von jeder von diesen Workshops wird auch diese Mini-Arbeit so auch gemacht. Jeden von diesen Workshops wird beendet mit einem Dokument von diesem Workshop, die alle Teilnehmerinnen diskutieren und zusammensammeln, so die Konklusionen. Und am Ende dem Treffen gibt es auch, dann kommen die Konklusionen oder die Ergebnisse oder die Dokument nach den 3 Tagen. So, und das ist ein super intens, unglaubliches Arbeit und die ganze Stadt, das war wirklich, ist voll Frauen. Stell dir vor, Graz mit 60.000 Frauen auf die Straße, 3 Tage. Ich meine, und dann am Abend gibt es Straßenfest mit Frauen und Künstlerinnen und Diversitäten, nehme ich an, auch. Und ja, so ist es. Und am Ende gibt es eine Demo. So, noch dazu. Und leider in den Medien, was mehr Platz nimmt immer wieder, war die Demo, weil auf die Demo gibt es immer vor einer Kirche vielleicht irgendeinen Feuer oder irgendeine gegen die Kirche Teil der Demo, die sich ausdrückt sozusagen. Und es gibt auch Leute von rechtschristlichen Gruppen, die gegen die Demonstrantinnen geben und es kann schon auch ein bisschen Gewaltprobleme geben zwischen die rechten Katholischen und die manche Demonstrantinnen. Also es gibt immer ein bisschen Probleme, aber in diese große, riesige 60.000 Frauen-Demo, es ist nur ein minimalste Teil, ja. No, aber ich wollte diese ganze Erfahrung erzählen, weil es ist ziemlich einzigartig und ob in Österreich reproduziert werden könnten, was es fragt der Juan. Ich kann mich auch nicht so ganz jetzt vorstellen, weil ich denke, dass in Österreich schon heute, wegen der Frage, die gerade Heidi genannt hat, gibt es noch immer 2 Demos. Wenn noch 2 Demos gibt es, wie kann ein Nationaltreffen gehen oder plurinational, die noch mehr plurinational hier sein könnte. Ich meine, einerseits von Logistik her, weil wir sehr Produktivität und Leistung hier orientiert sind, schaffen wir doch alles, aber ob das wirklich Und vielleicht kommt jetzt sehr gut an diesen Text von Pamela, unsere Kollegin aus Kolumbien. Aber von der Diskussion her und von der Diskussion her zusammen Dinge, das finde ich, ist das Schwierigste, diese Debatte wirklich zu fordern mit. Ja, aber machbar, ja schon. Ich glaube, von Logistik her soll es nicht so schwierig sein. Aber ja, es wird anders. Nicht es in jedem Ort. Was anders. Wenn ihr das schon findet, dann geht das vor. Von den antipatriarchalen gemeinschaftlichen Feminismus. Wäre es schon? Okay, super. Natalia, vielen, vielen Dank für deinen Input und ja,
von den Beispielen, die du uns auch gebracht hast. Ich denke insgesamt, dass irgendwie das eine sehr spannende Diskussion war mit sehr vielen Beispielen, sehr vielen unterschiedlichen Praktiken, die sehr viel Diversität auch gezeigt haben, die wir allgemein in der ganzen Ringvorlesung auch gesehen haben. Mir sind aber auch sehr viele Ähnlichkeiten aufgefallen oder gleiche Problemstellungen, die ich ganz kurz zusammenfassen möchte. Und danach würde ich aber gerne noch die Runde öffnen für ein Schlusswort für Studierende, für die Panelistinnen, für das Orga-Team, wer auch immer sich noch zu Wort melden möchte. Was mir zuerst aufgefallen ist, ganz oft ist diese Frage, wer spricht, welche Stimme wird überhaupt gehört? Als eben die Inklusionsfrage, die ja von Juan gestellt wurde, die mit der wir als Ringvorlesung auch immer wieder zu strugglen hatten und natürlich als eine quasi weiße Gruppe also einfach auch gemerkt haben, wie allein schon unsere Zusammensetzung hier ein Ausschluss irgendwo ist. Dann gleichzeitig haben wir aber auch immer wieder diesen Anspruch gesehen, flache Hierarchien herzustellen. Also wie du gerade gesagt hast, Natalia, mit der Form der Assembleas, dieses Rätemodell, was wir aber auch bei den Anschlägen gesehen haben, dass es immer wieder der Versuch der Inklusion auch sehr stark da ist. Dann haben wir gesehen, die Frage der Bezahlung, der Prekarität, was ist überhaupt Arbeit, wer verrichtet Arbeit, was wird als Arbeit überhaupt definiert und für wen gilt ein 12-Stunden-Tag, für wen wird das gar nicht erst gedacht, dass es vielleicht eine zu starke Belastung sein könnte. Was natürlich grundsätzlich dann zu der Frage des Wissens auch führt. Also ich fand sehr spannend auch das Beispiel von Barbara, wie sie erzählt hat, dass die Situation der Alleinerziehenden gar nicht wirklich erforscht wird, was uns auch auf die ganze Thematik der Wissen, der Praktik, der Machthierarchien der ganzen Vorlesung halt zurückwirft. Genau, das wäre es dann erstmal von meiner Seite und ich freue mich noch auf andere Inputs, Feedbacks und Schlussworte. Dankeschön. Darf ich anfangen? Ich glaube, ich muss nämlich gleich weg, weil ich im Schlafzimmer bin, wo auch meine Tochter gleich schlafen wird. Ich wollte vielleicht zum Abschluss nochmal auf die Intersektionalitätsfrage eingehen. Ich muss sagen, ich war noch nie in einer Gruppe und ich bin seit 10 Jahren Aktivistin, wo das gut funktioniert hätte. Es ist wirklich, also ich kenne keine aktivistische Praxis, wo das bis jetzt gut funktioniert hätte. Es gibt immer Ausschlüsse von der einen oder anderen Gruppe, seien das jetzt Transpersonen, Personen, die von Rassismus betroffen sind, alleinerziehende Frauen, Menschen mit Kinderbetreuung, Menschen mit Behinderungen und es gibt keine barrierefreien Räume. Also es gibt wirklich eine ganz, ganz große Vielzahl von Ausschlussgründen und ich glaube, es ist wichtig, dass sich Gruppen grundsätzlich immer wieder fragen, also in einem regelmäßigen Prozess, wer ist jetzt eigentlich nicht da? Und auch nicht aufhören, diese Frage zu stellen. Also ich glaube, das ist insbesondere für Gruppen, die ein feministisches Verständnis haben, einfach eine ganz zentrale Frage und sich immer wieder mit dieser Frage auseinandersetzen. Ich weiß nicht, ob es bald eine Gruppe geben wird, wo das gut funktioniert, aber es ist auch wichtig, nicht die Berührungsängste zu haben, sich mit der Frage auseinanderzusetzen und wirklich sich einzugestehen, bei uns funktioniert das nicht. Und halt nach Lösungsstrategien zu suchen, nicht da aufzuhören. ich wollte mich nochmal bedanken für die Einladung. Ich werde mich dann gleich ausklinken. War wirklich sehr spannend. Und ich würde mich auch freuen, wenn man uns irgendwie vernetzen könnte. Das wäre toll. Ja, vielen Dank und einen schönen Abend noch. Danke dir auch. Danke dir auch für den tollen Input. Ja. Dunja, du wolltest anschließen, oder? Ja, sicher. Warum nicht? Ich bin sehr dankbar, dass ich in diesem Ringvorlesung teilgenommen habe. Ich habe schon vorher viel gefragt, was ist das eigentlich? Und auch, ich habe ein paar Freunde, die in der Ringvorlesung teilgenommen haben oder die internationalen Entwicklungsstudium, die dort studieren.
Und ja, es war so ein interessantes Gespräch für mich, wo ich teilgenommen habe. Ich hoffe, dass es nicht die Ende ist, sondern der Anfang von unserer Kooperation. Und ich hoffe, dass wir uns wieder vernetzen können oder, wie Natalia gesagt hat, uns treffen können, damit wir zusammen diese riesige Revolution schaffen können in der österreichischen Gesellschaft. Und die auch intersektionell und divers ist. Und das wäre sehr, sehr nett. Und ja, das ist alles, was ich sagen kann. Und wahrscheinlich können wir auch später ein paar Links miteinander teilen, die wir da im Chat geschickt haben. Und ja, bitte, wenn jemand eine Frage an mich hat, bitte schreibt mir. Ja, danke. Danke, Dunja. Ich glaube, den Wunsch nach Vernetzung teilen wir alle. Also zumindest spreche mal für mich. Ich teile den Wunsch. Ja, danke. Ich habe nochmal den Mail von der Plattform geschickt auf unserer Homepage. Wir haben noch vor der Sommerpause nächsten Dienstag, also am 7. heute in einer Woche, ein Plenum. Die Adresse ist auf der Plattformseite erfragbar in einem wunderbaren Gastgarten einer grünen Bezirksrätin, glaube ich, ist sie. Aber wie immer, however. Ja, ich lade alle ein, da hinzukommen, weil wir unter anderem auch das Volksstimmefest planen und die Demonstration, die wir am 19. September vorhaben. Danke, tschüss. So, ich wollte mich auch bedanken an euch, an die Organisationsteam für die super tolle Arbeit und Initiative und auch an alle, die gekommen sind oder ich weiß nicht, wie das zu sagen, gekommen sind zu den Treffen. Und wäre super, super, weil wir uns natürlich vernetzen und etwas zusammen weitermachen, sicher letztendlich für Vollstimmefest. Und wir machen auch im Sommer Workshops und eine wird die Pamela geben über Pflanzen, also aromatische Pflanzen und Dinge zu Hause zu pflanzen, damit man ihre eigenen Garten zu Hause haben kann. Und ich glaube, es ist eh der Moment, wo ich das mitteilen kann von dem antipatriarchalen gemeinschaftlichen Feminismus. Und ich werde das jetzt tun, weil sie hat es geschrieben und sie anbietet diesen Workshop und ich glaube, es ist für alle interessant und die sind eh alle eingeladen. Im Kampf gegen das koloniale, rassistische, diskriminierende und ständige System wurde es notwendig, einen Feminismus zu entwickeln, dessen Ursprung in der Kosmovision unserer indigenen Völker liegt und das tägliche Erleben des Feminismus bestärkt, einschließlich der alltäglichen Realität der indigenen Frauen. Genauso schlagen wir den gemeinschaftlichen Feminismus als Gesellschaftstheorie und als Werkzeug vor für den Kampf, der das Patriarchat als Wurzel aller Unterdrückung, Gewalt und Diskrimination sieht, die überall auf der Welt zu sehen ist und insbesondere Weise in unseren Gebieten und schlussendlich vor allem auf den Schultern der Frauen. Seit 2003 entwickelt sich diese Bewegung ausgehend von dem Kampf für die Rückgewinnung der natürlichen Ressourcen in Bolivien. Die natürlichen Ressourcen waren von den jeweiligen neoliberalen Regierungen als Geschenke für transnationale Unternehmen vorgesehen, die schalten und walten, ohne das Volk zu berücksichtigen. In diesen Demonstrationen, die Gaskrieg genannt wurden, traten hauptsächlich unsere plurinationalen Völker auf und vorherrschend Frauen. Die antipatriarchale gemeinschaftliche Feminismus bricht mit einer aufgezwungenen feministischen Theorie, die impliziert, dass die Rolle der indigenen Frauen nur eine sein kann, die den kolonialen Regeln folgen soll und daraus lernen soll, wodurch ihre eigenen Lebensrealitäten, Kenntnisse und Erfahrungen negiert werden. Daher haben wir eine Gesellschaftstheorie kreiert,
die uns erlaubt, die Problematik der Unterdrückung klar zu benennen und einen Weg der Befreiung vorschlägt und somit nicht nur eine Theorie ist, sondern auch ein Werkzeug des Kampfes, an dessen Ende eine Gemeinschaft steht, die frei vom Patriarchat, Ausbeutung und Unterdrückung ist, so wie zu dem Wissen unserer Ahnen über das zwischenmenschliche Zusammenleben und unserem Umgang mit der Natur zurückkehrt. Ich glaube, für diese Zeit, dass man alles anders sehen soll, ist super. An. Vielen Dank, Natalia. Es ist auch ein schöner Rückschluss an den Vortrag, mit dem wir eigentlich gestartet haben, als Vortrag zumindest, mit Moira Michan. Gibt es noch weitere Schlussworte? Ich möchte mich bedanken für die Einladung. Es war ganz interessant zu hören und es ist für mich so ganz interessant, weil alle anderen sind wesentlich jünger. Erinnert mich an die Zeiten, wo wir unterwegs waren, wo wir auch die Welt verändern wollten. Und ich denke mir, so wenn ich die Entwicklung sehe, retrospektiv, wir sind alle einzelne Individuen, gilt für Männer und für Frauen auch. Und letzten Endes sind die Frauen, die die Kinder erziehen. Das heißt, ich kann meine Erfahrung weitergeben an den Kindern. Ja? Ich denke mir, es ist wichtig, dass wir alle miteinander zusammenkommen. Ja, wir haben die Erfahrung des Patriarchats. Inzwischen hat sich schon was getan. Ich meine, es ist schon eine Entwicklung. Nur es ist sehr viel in uns drinnen. Ja, ich kann demonstrieren gehen, ich kann alles machen. Und wenn ich nach Hause komme und mich genauso verhalte, wie ich von meiner Mutter gelernt habe, dann hat sich nicht sehr viel getan. Und da müssen wir aufpassen. Das heißt, sehr wach sein. Auf die Sprache achten, und zwar Gewalt ist, egal in welche Richtung und von welchem Geschlecht aus, für mich nicht okay. Es gibt keine gute Gewalt. Ja? Wir müssen nicht gewalttätig werden als Frauen, auch in unserer Sprache, damit wir die Herrschaft übernehmen. Es geht nicht darum, wir sollen miteinander auskommen. In diesem Sinne noch einen schönen Abend. Danke dir, Simona, für das schöne Schlusswort. Noch andere Wortmeldungen? Gut, dann würde ich ich wollte nur noch einmal ein riesengroßes Danke an alle Anwesenden aussprechen. Es war wirklich sehr, sehr inspirierend, heute zuzuhören und ich habe mir sehr viel mitgenommen. Also danke an euch alle. Ja, auch zu dir auch, oder? Die Studentinnen und die Teilnehmerinnen. Gut. Genau, danke auch von mir an alle, die dabei waren, sowohl an die Panelistinnen heute und auch die Studierenden, die so interessiert immer dabei waren bei unseren Diskussionen und fast ein bisschen schade, dass jetzt schon die letzte Einheit war. Aber wir werden uns was überlegen, wie es weitergeht. Genau, dann würde ich jetzt angesichts der fortgeschrittenen Zeit mich trauen, das Meeting zu beenden. Wir werden an alle nochmal eine Mail mit der Vernetzungsmöglichkeit schicken
Und es ist auf jeden Fall für Studierende auch die Möglichkeit da, diese Ringvorlesung fortzusetzen mit vielleicht einem anderen erweiterten, wie auch immer, Orga-Team. Also wir freuen uns auf jeden Fall auf jegliche Art von Rückmeldungen weiterhin. Vielen, vielen Dank an euch alle. Dankeschön, Papa. Papa. Danke, vielen Dank.